Hallo zusammen, ich habe hier einen Standard-Kühlschrank jetzt auf 12 Volt. Aber dieser Kühlschrank hat hier drin einen mechanischen Thermostaten. Da geht dieser Fühler hier hinten raus und wird hinten an der Platte hier hinter diesen Punkten befestigt. Also der misst nicht die Raumtemperatur im Kühlschrank, sondern der misst diese Plattentemperatur. Der schaltet dann aus, also kühlt runter, die Platte sinkt mit der Temperatur, erreicht irgendwann eine Temperatur von minus 10 bis minus 15 Grad und dann geht der Kühlschrank aus. Und bei 0 Grad geht dieser Kühlschrank dann wieder an, aber immer Plattentemperatur. Durch das ergibt sich im Rest vom Kühlschrank eine Temperatur so um 5 Grad. Wenn wir tiefer stellen, hier, dann geht der Kühlschrank runter auf minus 20 Grad an der Platte und schaltet dann wieder aus. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ich möchte das elektronisch, digital und weiß ich was alles. Am besten mit einer App-Steuerung. Dann müsst ihr euch ein digitales, externes Thermostaten besorgen. Und wir haben für unsere normalen Kühlschrank so eine Option hier, das besteht aus einem Digitalthermostaten. Das ist ein Fühler, der kommt in den Kühlschrank und dann auf diese 12-Volt-Steuerung. Das geht also nur bei 12, 24 Volt Kühlschränken. Die kommen hinten auf die Steuerung, die sind hier beschriftet auf Plus, C und T und Minus. Und hier hinten auf diesen Klemmen finden wir diese Anschlüsse wieder. Wie bringt man jetzt solch eine Sonde, das ist das gleiche, was ich hier habe, in den Kühlschrank? Der muss ja in diesen Kühlschrank rein. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, ich halte den rein und mache die Türe zu. Das ist, habe ich schon gesehen, ist nicht ganz optimal. Wir könnten hier ein Loch reinbohren und die Sonde reinschieben. Würde ich nicht empfehlen. Wenn ihr wisst, wo die Rohre hier drin sind, könnt ihr das machen. Wenn ihr nicht wisst, wo die Rohre hier drin sind, dann würde ich das nicht empfehlen, weil diese Rohre, die enthalten Kältemittel, wenn ihr da reinbaut, geht unter Umständen das Rohr kaputt und der Kühlschrank ist Schrott. Durch die Rückwand fahren, jetzt hier, da kann ich davon ausgehen, dass das Kühlelement hier drin ist, da kann ich irgendwo hier unten durchfahren. Nur bei gewissen Kühlschränken ist auch die Rückwand belegt mit Rohren. Und sobald ich ein Rohr triff vom Kühlsystem, ist der Kühlschrank Schrott. Was jetzt aber ist, dieser Kühlschrank hat ja eine automatische Abtauung. Das Kondenswasser läuft hier runter und sammelt sich in dieser Rinne, die ist bei meisten Kühlschränken so ausgefertigt. Und wir haben jetzt hier einen Ablauf. Dieser Ablauf ist da, dass das Wasser hier runterläuft und hinten auf der Kühlmaschine verdunstet. Und wenn ihr jetzt hier mit diesem Kabel der Sonde, das muss man halt am Thermostaten, Gott will, das könnt ihr hier runterschieben. Das können wir relativ weit schieben. Und das kommt dann hinten an. Und hier kommt das Kabel, was wir vorher rausgedrückt haben, hier raus. Und das kann ich jetzt hier ein bisschen mit sanft, nicht quer ziehen, sondern runter, kann ich das reinziehen. Und dann ist wichtig, ihr müsst das Kabel hier oben befestigen, dass das Wasser nicht dem Kabel nach runterläuft. Weil das Wasser muss hier in dieser Schale aufgefangen werden. Ihr seht jetzt, das Kabel ist relativ lang. Jetzt hier habe ich, glaube ich, 3 Meter. Es gibt kürzere, längere Sonden. Und diese Sonde, die muss hier im Kühlschrank. Ich empfehle das zum Beispiel hier zu montieren.
Wir haben dann eine Halterung dazu, da könnt ihr das hier ans Innenteil kleben, aber bei gewissen Kühlschränken muss die Sonde zum Beispiel auch hier hoch. Also ich messe hier im Kühlschrank und hier im Kühlschrank eine andere Temperatur. Durch das muss ich euch sagen, montiert die mal provisorisch im Kühlschrank, so mit dem Klebeband fixieren und dann kontrollieren, wie weit runter das der Kühlschrank läuft. Und wenn mir in die Kommentare schreibt, ich habe das Modell vom Hersteller sowieso, wo muss ich das montieren? Ich kann es euch nicht sagen. Weil es gibt so viele Hersteller, es gibt so viele Unterhersteller, die nicht Hersteller sind, sondern nur ihren Namen draufschreiben. Und ich kann nicht jedes Kühlschrank testen, wo das idealerweise hinkommt, aber in der Regel mit dem Kühlschrank habt ihr dann eine vernünftige Temperatur, die euch außen angezeigt wird. Das müssen wir noch aufmachen, zeigen. Das Teil sieht dann so aus hier. Da habe ich dann die Temperaturanzeige, was effektiv innen drin herrscht. Ich kann die Temperaturanzeige, habe ich eine Bedienungsanleitung dabei, die Temperatur kalibrieren. Das heißt, ich kann den Wert der Sonde kalibrieren, dass wenn hier 5 Grad ist und zeigt euch 6 Grad an, dann kann man das um 1 Grad korrigieren. Weiter kann ich die Schalthysterese einstellen. Das heißt, ich kann euch 5 Grad einstellen, dann geht runter auf 1 Grad und geht dann hoch auf 6 Grad und zeigt dann relativ viel hin und her. Durch das läuft dann natürlich nicht so viel an. Ja, ich bringe euch hier ein anderes Video über Digitalthermostaten. Hier unten über diesen WL93, das ist ein Solarkühlschrank auf 12 Volt. Ein Abo könnt ihr mir auch wieder mal da lassen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.